Zur mittlerweile sechsten Folge Anno 1404 Venedig. Die letzte Folge war ja ein Livestream. Dort haben wir sehr viel geschafft. Unter anderem auch direkt zu sehen Bergfried, Vogtei und natürlich ganz wichtig die Stadtmauer. Soweit erstmal fertig und ja, wie man sieht, ich habe sehr viele Patrizier bekommen. Wir haben jetzt auch eine Bevölkerung von, ich glaube, knapp 7000, genau, 7100 Einwohnern. Das ist ordentlich. Und ich werde angegriffen. Mensch. Das geht aber mal gar nicht. Ich würde mich jetzt hier heute erstmal darum kümmern, dass die Patrizier Bier bekommen. Das sieht nämlich gelb aus und Brot. Dann noch im weiteren Verlauf, okay, ich sehe gerade Feuer. Okay, der ist unterwegs. Wie sieht's aus mit den Hütten hier? Oh, genau da, wo sie nicht sind, da ist natürlich das Gebäude kaputt. Man kennt's. Da kommt auf jeden Fall noch einer hin und hier unten. Schmeiß ich den einen raus. Stattdessen der hier. Dann sind nämlich alle im Einzugsbereich. Zumindest größtenteils. Ja, der schafft das auf jeden Fall auch sehr gut. Dann muss da noch ein Zimmermann hin. Am besten wäre so direkt daneben. Leider kann man das brennende Gebäude nicht sofort selber entfernen. Wäre sonst auch viel zu einfach. Ja, die zwei Hütten da vorne, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber soweit läuft das alles. Wieso läuft die Glasschmelze nicht? Haben wir hier... Ne, wird wahrscheinlich nicht abtransportiert, ne? Ja, genau. Wird wahrscheinlich nicht abtransportiert. Ach so, lol. Jetzt sehe ich es erst. Er wurde hinten gar nicht angeschlossen. Ja, das natürlich... jetzt ist klar, wieso. Wieso es nicht läuft. So, der Korsar. Die Piraten sind jetzt gleich auch Geschichte. Ja, können wir die Zeit ein bisschen vorspulen. Sehr schön. Genau, was habe ich gesagt? Hafenanlage ist das Stichwort. Machen wir auch mal direkt. Hafenanlagen sind wichtig. Dann auf jeden Fall noch kleinere Lagerhäuser. Ah, ne, warte. Hier kommen vier hin. Weil dann kommt nämlich hier nochmal eine Fischerhütte hin. Das Gewitter hat sich gelegt. Oder von mir aus auch hier ein. Dann haben wir das auch. Soweit. Sehr schön, dass Hildegard Steine kauft. Dann, was hatte ich hier? War das? Nee, das war die Hafenmeisterei. Ach genau, das war hier unter Landungssteg. Ah, jetzt haben wir es. Ja, wo platziere ich die am sinnvollsten? Ich würde sagen, entfernen wir nochmal die Gebäude hier. Sonst habe ich hier nämlich zu wenig Platz. Wie kann man die nochmal drehen, die Gebäude? Das wusste ich auch mal. Nee, das waren die falschen. Ah! Mit den kleinen Tasten. Okay. Schön, dass du auch mit Holz handelst. Kann ich alles gebrauchen. Nee, die müssen jedenfalls nach innen reinragen. Das muss auch jetzt ordentlich aussehen. Ja, kann man so lassen. Das Schiffchen wird repariert, sehr schön. Da könnte man überlegen, hier noch Lagerhäuser hinzusetzen. Dann wird das so meine Lagerhausecke.
Damit wir auch mal wieder ein bisschen mehr Kapazitäten im Lager dann haben. Da können wir noch eine hinsetzen. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Aber ansonsten wollen wir auch nicht das komplett überfrachten. Ja, um die Korsaren müssen wir uns erstmal auch kümmern. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier so die Fischerecke eröffnen. Ihr seid auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. Versenken die zwei Korsarenschiffe sehr gerne. Was kriege ich dafür? Nur 2600? So, da das ja hier die der Haupthafen ist, sollten wir hier auf jeden Fall dafür sorgen, dass es auch so aussieht wie ein Haupthafen und nicht wie so ein Fischerhafen von irgendeiner Kleinstadt. Das ist es nämlich nicht. Es ist die Hauptstadt oder beziehungsweise der Haupthafen. Hauptanlegehafen, und der sollte dementsprechend dann auch so aussehen, ne? Ah, der passt da. Oh, der passt da doch hin. So, dann machen wir das mal auf der Seite, dass das so ein Hafen wird. Dann würde ich aber den nochmal wieder entfernen. Stattdessen da noch ein Lagerhaus hinsetzen oder sowas in der Art. Diese Ecke auch weg. Hier wieder ein Hafenwehrturm. Ein Lager. Und auf die Innenseite. Da kann man auch noch einen hinsetzen. Und hier dann nochmal ein kleines Lager. Erweitert die Siedlung um 5 Tonnen Lagerkapazität. Das machen wir auf jeden Fall auch. Boah, sehr schön. Da passt auch noch eins hin. Spring mal wieder direkt zurück zum Hafen. Genau, wieder zurück. Eine Produktion. Oh, das ist der Fischerhafen. Mit der Kamera wieder gerade richten und wird das ja hier nichts. Aber hier ist zum Beispiel auch große Hafen. So, 97, das ist erstmal alles soweit in Ordnung. Alle Lagerplätze haben wir auch soweit. Die Seilerei. Wo war nochmal die Seilerei auf der Insel hier? Genau da. Die lassen wir einfach mal durchlaufen. Wie sieht es da oben aus? Eigentlich läuft das auch ganz gut. Ah, was macht der nochmal? Salz, ne? Kohle? Kohle. Ja, ich springe hin und wieder ein bisschen durch die Gegend. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, das haben wir soweit. Dies Schiff. Ah, wo war denn nochmal? Ja, das Problem ist, ich muss mich hier erstmal darum kümmern. Ah, hier ist eine Seilerei. Alles klar. Wir haben alles voll, aber kein. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Aber kein. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern. Kein. Keine Leinenkutten. Mano. Ach ja, genau. Wir hatten in der letzten Folge bzw. im Livestream hier einmal das. Da würde ich aber erstmal sagen, dass Seile und Leinenkutten, die brauche ich erstmal noch. Erstmal, um das hier zu stabilisieren. Und da ich jetzt auch hier viel mehr Lagerplatz zur Verfügung habe, wird das auf jeden Fall auch hochgesetzt. Müssen wir mal schauen. 410 kann momentan von jedem Produkt gelagert werden. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Da können wir erstmal ein bisschen weiter produzieren. Und dann sehen wir auch, ob man von einer Sache Überschuss hat oder nicht. Fischerhafen hier so ein bisschen. Da ist auch nochmal einer übrig geblieben. Soweit erstmal die erste Anlegerstelle in Ordnung.
Ja, dann könnten wir auch schon mal hier dafür sorgen, dass wir uns eins oder zwei kleine Kriegsschiffe bauen, denn wir sehen gerade, wir brauchen ein bisschen was. Oh, hier kommt wieder eine Menge rein. 6 und auch Brot. Also 6 Lederwämser. Na, willst du abladen? Okay, wir müssen uns zurückziehen. Ungewöhnlich. Also nicht ungewöhnlich, aber da wir unser Schiff noch behalten wollen, lassen wir es erstmal in Ruhe. Wird von Korsaren überfallen. Genau, hier haben wir auch nochmal direkt. Dann würde ich hier den nächsten Hafen Wehrturm hinsetzen. Direkt mit Sicherung. Dann haben wir das auch schon. Die Brunnen einer Noria leeren sich. So. Komm schon. Wir zerlegen die. Schiff fertiggestellt. Ja, weißt du was? Das Schiff werde ich verlieren. Meine Entermannschaft wetzt schon die Messe. Aber das macht nichts. Denn wir kaufen uns jetzt einfach ein neues. Hey. 3500. So weit geht das. Jetzt ist hier aber mal Krieg angesagt, um das mal so fröhlich zu sagen. Ey. Tu mir den Gefallen und fahr mal weiter rein. Damit du im Einzugsbereich bist, um anschließend vernichtet zu werden. Den ziehen wir uns wieder rein. Wir haben jetzt die Nordwind als Fahrzeug. Sehr schön. Und noch geiler. Der Hafenwärter hat alle zerfetzt. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt darum kümmern, dass wir hier Seile hinbringen. Eine Seilerei. Habe ich eine hier auf der Insel überhaupt? Ja, da stimmt eine. Wie sieht's nun mal aus? Oh, davon haben wir gar nichts. Eieiei. Kein Hanf. Dann würde ich einfach sagen, dass wir hier die Produktion einfach erhöhen. Schiff fertiggestellt. Aber das geht so auch. Das lassen wir erstmal. Wo ist denn das zweite? Ja, dann kannst du dich auch mal direkt drum kümmern. Der macht hier gar nichts. Keine Gegenwehr. Schade. Einer ihrer Betriebe stellt. Das ist jetzt meine kleine Armee. Und jetzt nehmen wir nochmal die auf. Was war nochmal mein Ziel? Ich wollte die Hafenanlage in der großen Hauptstadt vergrößern. Das ist soweit erfolgt. Da haben wir noch eine Flagge. Sollen wir zwei oder drei? Zwei, ne? Ich habe jetzt schon drei. Egal. Wir haben ja nur genug Zeit. Das schmeiße ich auch nochmal raus. So war es genau. Dann machen wir hier eine Streife, beziehungsweise könnt ihr mal eine Patrouille starten, um es mal so zu sagen. Dann kann ich euch nämlich da immer wieder wegbeordern. Hier auch immer schön am Hafen entlang. Damit das Ganze auch schön sicher ist. Hier auch wieder am Haupthafen vorbei, natürlich, um das Hoheitsgebiet zu sichern. Sehr schön.
Das haben wir soweit unter Kontrolle. Das große Hauptschiff. Poseidon. Können wir noch ein größeres bauen? Nein, können wir nicht. Wir haben kein Seil mehr. Die füllen sich. Das ist sehr schön. Dann, da haben wir jetzt das vierte drin. Auf zum Lord Northburg. Und zweite Baustelle ist dann... Ah, warte mal. Egal. Die Segel packe ich dann nachher rein. Wir wollten uns noch darum kümmern, dass die hier auch vernünftig Bier produzieren können. 40 Tonnen. Ja, das ist ja eigentlich gar nichts. Aber wir haben gleich ein Schiff am Start mit. Was wird mal hier benötigt? 90 Tonnen. Oha. Müssen wir ein bisschen was auf die Hauptinsel bringen. Ja, dann wird es eigentlich von da reichen, dass wir da ein bisschen was mitnehmen. Schmeißen wir hier ein paar Steine rein. So, 40. Da brauchen wir auch Werkzeuge. Und den Rest damit. Was kann ich dem Kaiser über die Zeit bedankt für eure Taten? Dann kommt hier... Okay, das ist auch soweit voll. Sehr schön. Aber... Wir möchten hier auch nochmal eine große Lagererweiterung haben. Das Schiff ist endlich angekommen. Haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr auf Lager. Wonach wurde hier nochmal nachgefragt? Am besten packe ich von allem ein bisschen was rein. Das Seil brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Oh, nur wir haben nur 13 Gewürze. Das ist... auf jeden Fall zu wenig. Da müssen wir uns gleich auch nochmal drum kümmern. Ausbauen. Dann anschließend haben wir Steine hier. Ja, ja, jetzt haben wir Steine auch hier. Wir brauchen Lager. Und schon haben wir kein Holz mehr. Du fährst nochmal direkt zurück. Wenn du willst, kannst du diese eine Raubritterburg. 15 mal Bier. Das müssen wir erstmal abklingen lassen. Das Schiff ist auch wirklich sehr langsam. Das Flaggschiff kann schon mal wieder hier unten hin. Wir haben nämlich hier die zwei Segel noch oder Segel-Items, die noch benötigt werden. Dann hier nochmal Holz rein. Ach ja, oh. Lol, da ist sogar Holz drin. Gleich gesehen. Dann packe ich nochmal ein bisschen Werkzeug dazu. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Und es ist auf jeden Fall auch ein guter Trick, immer wieder ein bisschen die Ratssitze aufzufüllen, weil es kann auch schon mal vorkommen, dass die einem die klauen wollen. Ah ne, das brauchen wir da nicht, aber... Okay, schmeiße ich es doch erstmal dahin. Was wird noch benötigt? Wir brauchen definitiv mehr von allem, denn ich habe, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, nur zwei Brauereien. Eieiei, das ist ja wirklich zu wenig. Leider haben wir auch hier kein Holz auf Lager. Und fahren wir da nochmal einen Laden hin. Oder lassen wir erstmal weg, weil sonst habe ich da einen, der mir mal 5 kostet, aber nichts bringt. Das wollen wir ja auch nicht. So, Poseidon unterwegs. Einer ihrer Betriebe ist auch ein schönes Schiff. Langsam, hat aber große Segel und auch große Kapazitäten. Und wir haben hier einen schönen Wasserfall. Sehr schön. Kamera wieder richten und erstmal alles ins Lager werfen, was es so gibt. Komplett voll. Dann haben wir auch schon wieder das Problem gelöst. Kalles eine Kapazität von 80.
Machen wir erstmal einen großen Hafenausbau. Nein, der Krieg bleibt immer noch. Ich werde mich da nicht drauf einlassen. Der kostet auch nur 5. Aber hier zuerst ein Sicherungsturm, Reparaturkran. Und wir haben jetzt eine Kapazität von 155. Das reicht auf jeden Fall erstmal dicke, um die Produktion zu erhöhen. Das ist jetzt auch nur meine Bierinsel, um das mal so zu sagen. Hier wird nur fleißig Bier produziert. Und damit das auch so weiterläuft, erstmal direkt ein Markthaus ausbauen. Hoffen wir mal, dass das soweit auch funktioniert, also dass die alle Waren abtransportiert werden. Sonst setzen wir nochmal eins hier in die Mitte. Hätte man denn hier auch genug Platz? Ja, dann müssen wir hier ein kleines Feld entfernen und woanders hinsetzen. Hier zum Beispiel. Tut ja keinem weh. Und haben jetzt doppelte Kapazität. Da setzen wir auf jeden Fall auch mal ein paar Bierhäuschen hin. Denn Bier brauchen wir wirklich ohne Ende. Eisenvorkommen. Zweimal Eisen, zweimal Stein. An sich auch eine coole Sache, aber lassen wir erstmal. Und wir haben kein Wasser mehr. Eieiei. Ja, ich muss mich nachher nochmal darum kümmern, dass die Produktion von Gewürzen jederzeit gewährleistet ist. Das darf mich auch auf keinen Fall versiegen. Fisch, na gut, kann man erstmal drin lassen, würde ich so behaupten. Woran mangelt es denn an hier unten am meisten? Naja, so ein bisschen an allem mal wieder. Dann hier haben wir auf jeden Fall auch wieder Steine, Holz, was wir alles rüberwerfen. Und das wird jetzt auch erstmal alles nach unten transportiert. Jetzt kommt auf jeden Fall eine große Wagenlagerung an am südlichen Gebiet. Brot, naja, kann auch noch gesteigert werden, die Produktion. Hier habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren, um ehrlich zu sein. Holz haben wir genug. 76 Seile, 90 mal Weizen. Weizen, das heißt, uns fehlt es an Windmühlen oder an Mühlen. Daraus fehlt aber wieder, dass wir zu wenig Werkzeug haben. Dann fahren wir hier mit Werkzeug mal hin. Wird bald in eurem Hafen vor Anker gehen. Inshallah. Wir können noch ein kleines gebrauchen, aber lassen wir auch erstmal. Haben wir da eigentlich irgendwas? Nee. Oh, es fehlt Brot. Ganz wichtig. Brot, Brot, Brot. Wo ist mein Schiff? 14 mal Brot. Salam alaikum. Hatte ich nicht noch mehr Schiffe? Oder zumindest hier irgendwo. Wie viel war das? 36. Aber ich sehe zum Beispiel gerade Gewürze Patrizier 1. Goldfurt. Und zwar das hier unten. Dann sparen wir uns einen Weg. Dann das wird noch ausgeworfen und das ebenfalls. Weil wenn immer das Schiff hier nach oben fahren muss. Oh, ich habe hier auch noch eins. Fällt mir gerade auf. Machen wir erstmal das hier. Da wurde nach Werkzeugen verlangt. Und wir sind das erste Mal im Minus. Oha. Ich kann euer Zaudern bei diesem Auftrag verstehen. Ja, natürlich versenken wir ein Schiff. Ein öffentlicher Denunziantenbriefkasten. Alles klar. Patrouille. Versenkt mal das Schiff da vorne. Wir sind unten angekommen, aber
Ich mach erstmal hier oben. Hier oben weiter, denn dort ist es dringender benötigt. Den südlichen Ausbau macht man dann einfach mal in der nächsten Folge. Ich sorge jetzt nochmal hier schnell dafür, dass wir eine größere Produktion haben. Da packen wir nochmal ein paar hin. Ein paar Windmühlen. Hoffen, dass die ein bisschen Zeug kriegen. Und dann haben wir gleich wieder eine größere Produktion. Weil wir dann nämlich auf einmal weniger Material haben. Dann ist wieder mehr Mehl verfügbar. Und dann wiederum haben wir mehr Brot. Wir hatten ja mal, oder wir hatten in der letzten Folge einen netten Kommentar vom Psycho Funtime Freddy. Er wollte wissen, wie man, oder mit wie vielen Produktionsstätten man wie viele Einwohner versorgen kann. Das kann ich jetzt eigentlich nicht so genau sagen, um ehrlich zu sein. Oh, wir haben jetzt 40 mal Bier drin. Heftig. So langsam läuft sie mit der Bierproduktion. Ja, toll. Wir haben 0 drin. Aber trotzdem läuft es, glaube ich, ganz gut. Ist das Schiff versenkt worden? Ja, ist es sogar. Dann machst du mal die Patrouille direkt wieder weiter. Wir dürfen gar nicht vom Thema abkommen. Der Kommentar war, mit wie vielen Betrieben kann man eine gewisse Produktion gewährleisten, um dann wiederum Patrizier oder die Bevölkerung zu ernähren. Das kann ich ehrlich gesagt... Langsam. Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also es gibt so ein paar Baupläne, die man im Netz findet, wie die am optimalsten sind, dass man alles in eine Reihe setzt oder alles der Reihe nach. Das habe ich jetzt hier leider nicht drin, weil hier ist nur Gebäude und diese Insel als Produktionsinsel ist ehrlich gesagt auch ein wenig zu gebirgig, sonst hätte man auch viel mehr machen können. Aber naja, so ist das nun mal manchmal. Oh, jetzt. Na, sehen wir mal, 72 mal Mehl. Jetzt fehlt aber nachher vermutlich wieder an genug Weizen. Ein Brand zerstört. Deswegen müssen wir mal die Produktion wieder ein bisschen senken. Beziehungsweise darauf achten, wo haben wir noch Weizen? Dann könnte ich nämlich hier Weizen machen. Und das einfach mit der gleichen Linie zurückschicken. Ja, ich sehe gerade, wir haben ja auch keine Fruchtbarkeit, aber das ist mir gerade ehrlich gesagt egal. Zumindest vorerst. Das kann man auch relativ zügig ändern. Wo fährt nochmal das Schiff hin? Ah, nee, genau. Das Kriegsschiff fährt dahin. Das heißt, ich kann das Schiff oben in Bereitstellung lassen. Haben wir hier oben? Oh ja, hier oben haben wir. Weißt du was? Dann sparen wir uns das hier oben. Und machen einfach nur eine weitere Insel. Dazu, dann nehme ich aber die Argo. Einfach schnell ein wenig ausbauen, dann haben wir das Problem auch gelöst und wir haben 1190 Patrizier, eine Stadt. Großstadt wird es erst ab 940 Adeligen. So, anschließend hier oben hin, können wir hier noch was besiedeln. Das würde auf jeden Fall nur Krieg bedeuten, aber deswegen, hier oben ist noch eine schöne Insel. Wie es dann weitergeht mit der Besiedlung der mittlerweile dritten Produktionsinsel, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich sehe gerade, wir haben ein bisschen auch die Folgenlänge überspannt, aber das macht nichts. Dann würde ich auch sagen, oh ja, dann haben wir schon eine Bärenhöhle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart und dann sehen wir uns in der neuen Folge. Ciao, ciao. Yeah.